Was machen Sie hier? Ich gebe sie Ihnen nicht. Denken Sie an die Leben. Kommen Sie, ja! Nein! Sie widerliches Schwein! Komm her, Kleine. Ich hab dich. Halt die Klappe! Ich hab dich. Oh, Mist. Zurück! Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klickern in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren. Den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Sie haben aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Warte! Tu das nicht! Bitte. Du würdest ihm nur folgen. Laufen. Wir müssen immer geradeaus. Okay. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Pass auf deinen Kopf auf.
Also, ich hab es. Ich bin doch schon alt. Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemocht. Du hättest ihr gefallen. Ja. Oh. Hör mal da. Wir sind fast da. Es ist nicht mehr weit. Hier, ich helfe dir. Gib mir deine Hand. Okay, na komm. Hey, warte. Ach. Damals in Boston. Als es mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's.